Nee, jetzt sind wir in Stadion drin. Und jetzt kommt da noch ein Boss. Wow. Und nicht schon wieder so ein transformierter Scheißding. Aus sehr viel Baseball-Bällen. Oh Gott. Genau. Nimm die. Und den haben wir geröstet. Oh, was? Oder auch nicht. Scheiße, der ist doch nicht kaputt. Okay, der hält wahrscheinlich etwas mehr aus als die gewöhnlichen Scheißdinger, die wir vorher bekämpft haben. Definitiv hält der etwas mehr aus. So, jetzt muss ich mal etwas aufpassen. Ui. So, na komm. Na also. Boah. Scheiße. Na also. Den haben wir geteilt. Schnell, Moment, essen. Na toll, das eine kriege ich nicht mehr. Na gut, dann gehen wir mal aufs richtige Baseballfeld hier. Okay. Moment, wo würde der Schläger jetzt eigentlich stehen? Hier würde der Werfer stehen, der sogenannte Pitcher. Wow. Oh nein, nicht Boss Rush. Jetzt sag ich, das ist wirklich so eine Art Boss Rush, was ich hier bewältigen muss. Also da werde ich jetzt auf jeden Fall etliche Credits verbraten. Wow, geh weg. Huiuiui. Beinahe hätte mich diese Bombe auch noch mitgerissen. Okay. Also durch diese ganze Gegner, die ich hier noch nebenbei bekämpfen muss, finde dieser Boss dann doch etwas lästig. Aber wisst ihr was? Dafür würde ich einfach meine Geheimwaffe Gelb benutzen. Da der ja Gott sei Dank etwas stärker ist. So. Okay. Nein. Scheiße. Oh Gott. Mann, ich komme hier gerade nicht klar mit dem Gelb. Ich fühle mich gerade so verarscht. Ich kriege den nicht mal an, er berührt diesen Scheißflieger. Warum? Na also, endlich. Ich dachte schon, es geht gar nichts mehr. Okay. Das ist doch richtig heftig gerade. So. Und den hier. Na also. So, und ich kriege aber auch noch klein. Auch wenn es dauert. Aber im Prinzip muss ich nur auf den richtigen Moment warten, bis er geschlagen hat. Das war kein Flugzeug überhaupt schlagen. Also, ich würde sagen, seit es dieses Baseball-Spiel gibt. Oder seit es Ninja Baseball Batman gibt. Wobei dieses Batman ja mehr auf Schlägermann sich bezieht, nicht auf den Batman, wie ihr anfangs dachtet. Naja, wie auch immer. So. Okay, weg mit euch. Scheiß Flieger. Okay. Das ist aber wirklich schon wahnsinnig heftig. Er hat mich doch noch getroffen. Also dieser Flieger hat jetzt echt in sich. Der ist etwas stärker geworden, als er anfangs war. Und er hält auch etwas mehr aus, habe ich das Gefühl. Also der hat mehr Energie als beim ersten Mal. Und in dem Fall finde ich das schon wahnsinnig heftig. Was mich der gerade so klein macht. Na komm. So, aber besiegen wir ihn trotzdem irgendwie. Na komm. Du hast genug geheilt. Na, heul so viel du willst. Und wir haben ihn. Und dafür kriege ich nur eine Dose Soda oder sowas auch immer. Okay. Ah ja, hier steht der Schläger. Das ist also die Statue, die uns fehlt und... Der fusioniert mit dieser Statue? Ach du Scheiße. Wow. Ach du Scheiße. The King Babe wird dann genannt. Okay. Und der ist auch dementsprechend heftig. Na gut. So, okay. So. Na also. Ja, ich weiß, ich bin gleich erledigt. Ich sehe das da oben schon an den Gesicht von dem. No! Scheiße! Ich wurde eliminiert von so einem Scheißkerl. Und ich werde bei Gelb bleiben, definitiv. Dadurch, dass der so eine enorme Kraft hat. So, versuche ich ein bisschen zu schummeln, da ich ihn da kurz auch treffen kann, wenn er auf dem Boden liegt. Ja, was heißt schummeln? Ist im Prinzip das Ausnutzen, was man ausnutzen sollte bei solchen Spielen. Definitiv. Also vor allem bei diesem hohen Schwierigkeitsgrad. So. Okay, perfekt. Ich hab's hingekriegt. Und Backdrop. Na also. So, jetzt krieg ich dich aber auf jeden Fall klein. Na also. Und das mit so wenig Energie. Na komm schon. Na, ich hab's. Scheiße. Kein Fehler machen. Kein Fehler machen. Scheiße. Oh, komm schon. Ich bin gerade so gut vorangekommen. Na. Scheiße. Mann. Das ist echt heftig. Hier muss man wirklich Angst haben um alles. Oh, verdammt, ich wollte wieder einen Backdrop machen. Wenn ich wüsste, wie ich das wunderbar hinkriege. Oh.
Das war jetzt ein bisschen durchgewirbelt. Oh Gott. Na komm schon, Home Run! Yeah! Na nimm es! Friss Schläger mit! Oh Gott, nein! Soll ich das? Na komm! Scheiße! Leute, dieser Boss ist heftig! Na komm schon, ich hab ihn doch bald! Oh, wie schaffe ich das noch, bevor ich irgendwie... Na, werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, bevor ich noch einen Quell aufladen muss. Scheiße! Naja, egal, ich habe ihn gleich, Leute. Deswegen, von daher... Na komm! Oh Gott, okay, so viel dazu. Ich habe viel zu wenig Leben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh Gott. So, jetzt aber... Mann, ich krieg das nicht hin, vernünftiges Scheißen. Also, und den... Okay, jetzt habe ich ihn aber gleich. Komm schon. Los, mach schon. So, ein Schlag nur noch und... Nein, treff ihn doch. Und wir haben ihn. Na Gott sei Dank. Ja, und nur, was willst du nur machen? Du bist irgendwie voll klein. Egal, Leute, wir haben ihn besiegt. Alle Levels geschafft. Der Fall ist geschlossen. Oh, warte eine Minute. Ich muss dich bestrafen. Bitte vergib mir. Ich werde die Levels vergeben. Wow. Bye bye. Schreib mir eine Karte. Und dann fliegt er zum Mond. Ja, so viel zum Mond. Der ist gerade soeben abgestürzt. Ja, nun können wir auf jeden Fall unseren Namen hier eingeben. Das mache ich doch glatt. Bin ja gespannt. Ich denke mal, den ersten Platz werde ich sowieso haben, dadurch, dass ich jetzt hier die Continuous fortgesetzt habe. Jetzt sehen wir auf jeden Fall nochmal die ganzen Gegner. Ja, Leute, das war auf jeden Fall das... Oh Gott, jetzt flickert es aber ganz schön. Ja, das war auf jeden Fall das Let's Play zu Ninja Baseball Batman. Ein sehr schönen Beat'em-up, wie ich finde. Und ja, jetzt auf jeden Fall zum Abschlussfazit. Oh Gott, so viel Input gerade. Naja, wie auch immer. Also ich finde, grafisch ist das Spiel zu der Zeit schon richtig genial. Also für Arcade-Spiele ist das sowieso immer schon verdammt klasse. Und ich finde, das sieht einfach nur genial aus. Also von der Grafik her ist das wirklich schön gemacht. Es ist zwar wieder comic-mäßig und cartoon-mäßig gehalten, wie man es aus Japan halt kennt. Aber es ist wirklich schon cool inszeniert und allein die Idee ist verdammt klasse eigentlich. Wirklich sowas mit Baseball, Ninjas und... Baseball-Gegner und alles mit Baseball so zu verbinden und daraus ein Beat'em up zu machen. Auf so eine Idee muss man echt erstmal kommen. Vor allem, dass es auch so einen Spaß machen kann, hätte ich echt nicht gedacht. Und ja, wie gesagt, vorher kannte ich von dem Spiel gar nichts, bis ich wirklich vor ein paar Tagen mal auf das Video vom Angry Video Game Nerd aufmerksam wurde und wenn man halt entschlossen habe, hiervon Let's Play zu machen. Ja, auf jeden Fall zum Soundtrack dieses Spiels. Es ist auch schon, es ist, naja, speziell sagen war, aber es ist klasse. Also der Soundtrack hat auf jeden Fall was Cooles und ich sag einfach mal, der Soundtrack ist cool, klasse und die haben wirklich schon was Schönes dort gemacht und vom Gameplay her lässt sich das Spiel natürlich ziemlich einfach steuern. Na gut, gewiss die... Ja, Game Over ist klar. Gewiss die Spezialmoves sind hier etwas schwer natürlich hinzukriegen, ist ja wohl klar. Dadurch, ich bin erster Platz, ja. Vielleicht schafft einer von euch diese Punktzahl zu schlagen. Na gut, wie auch immer. Ich finde, vom Gameplay her lässt sich das, wie gesagt, leicht steuern, nur die Spezialmoves zu machen, das ist reine Glückssache teilweise. Ihr habt es ja selber gesehen, ich habe Glücksschläge gemacht und wusste noch nicht mal selber, was ich da so gedrückt habe. So, an sich ist das wirklich schon teilweise ziemlich heftig. Und ich sehe schon, wenn man mehrere Spiele hat, dann sind auf jeden Fall wesentlich mehr Gegner auf dem Bildschirm. Naja, wie auch immer, mir hat das Spiel als Let's Play Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen und ich hoffe, ich konnte euch das Spiel auch näher bringen. Also, ich bin schon fasziniert, was es für klasse Spiele gibt, die man sonst so wirklich gar nicht kennen würde. Und das finde ich einfach nur klasse. Ja, ich hätte mir trotzdem von diesem Spiel echt eine Konsolenumsetzung gewünscht und ich hätte sie mir auch definitiv zugelegt, egal für was es erschienen wäre. Und vielleicht geschieht ja noch ein Wunder, was das betrifft. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich habe genug geredet und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall bei meinem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute. DJ KR Strikes Back. Und vergesst nicht, Sieger benutzen keine Drogen.